Moda TV 22 baut bei MySport MyStory. Ja, wir möchten euch recht herzlich begrüßen zur Siegerehrung der Gesamtmeisterschaft von MySport MyStory Liqui Moly Euro Junior Cup 2022. Und es gab tolle Sieger in den Klassen der 50 Kubikzentimeter, wo der Jonas Sulzenbacher mit 140 Punkte hier die Gesamtwertung für den MySport MyStory Liqui Moly Piloten einfuhr. Zweitplatzierter der Max Hönigsberger mit 120 Punkte vor den Elias Eder mit 100 Punkte. Vierter der Ryan Gabriel mit 97 Punkte und fünfter der Macho Benedikt mit 98 Punkten. Ja, ein tolles Ergebnis hier für unsere jungen Sportler in der Klasse der 50 Kubikzentimeter. Und es gab auch tolle Sieger in der Klasse der 65, denn er kam vom Draco Racing Team und fuhr für das Kärntner Team hier den Gesamtsieg ein. Der Bruno Dahmann mit 148 Punkte vor den Maurice Heidecker 147 Punkte, den Drittplatzierten, den Tobias Scharinger, Viertplatzierter, der Luis Happ und Fünftplatzierter, der Elias Eder. Diese Klasse, eine tolle Klasse, eine spannende Klasse und es gab hier viele tolle Rennen. Die Klasse der 85 Kubikzentimeter, eine heiß umkämpfte Klasse, wo es hier für den Favoriten, für den Elias Kobalt mit 160 Punkte den Gesamtsieger gab. Vom Team MSC Fresach, der für das MySport MyStory Liqui Moly Team fährt und er gewann dieses vor Mick Roder mit 124 Punkten vor den Leo Happ, der eine Steigerung dieses Jahr erreichte und hier den dritten Gesamtrang für sich einfuhr. Wir gratulieren 103 Punkte. Viertplatzierter der Luis Wolf mit 92 Punkte und fünftplatzierter der Elias Philipp. Eine tolle Klasse. Wir gratulieren den Elias Kobalt. Und in der MX2-Klasse, in der Juniorklasse, wo es schon um vieles ging, gab es hier einen tollen Sieg, auch wieder für einen Kärntner. Es gewann der Christopher Irrsiegler mit 140 Punkten vor den Zweitplatzierten, den Lauritz Winkel mit 133 Punkte, Dritter der Peter Scheirer 132 Punkte, Vierter Fabio Strasser und Fünfter der David Grims. Ja, eine toll umkämpfte Klasse hier bei dieser MX Junior. Ja, und dann gab es die neu gegründete Klasse für die Mädels, wo die Mädels heuer hier zwischen 12 und 15 am Start waren und wo es hier eine tolle Begeisterung gab und es gab eine tolle Gesamtsiegerin. Die Elina Blahusch mit 144 Punkten, immer weit angereist aus Krems, war sie mit dabei hier im Westen von Österreich. Die Zweitplatzierte, die Chiara Kienast mit 117 Punkten, die Dritte, die Lilly Hussar, Vierte, die Laura Damas, die leider stürzte, sich verletzte und die restlichen Läufe nicht mehr bestreiten konnte und die Fünfte, die Lena Hussar, die beiden Hussar-Mädchen, die auch für MySport MyStory für uns hier auch wunderschöne Rennen fuhren. Ja, wir möchten uns recht herzlich bedanken bei euch allen. Es war eine tolle Saison 2022, schöne 4 Jahre im MySport MyStory Liqui Moly Junior Cup und wir möchten für euch für 2023 nicht versprechen, vielleicht sind wir wieder mit dabei mit einer neu gegründeten Form dieses Motocross-Geschehens und wir werden euch zeitnahe dieses berichten. Das Team von MySport MyStory TV22, Bia und Dietmar, ihr wart für uns die Größten im Jahr 2022. Dankeschön.